Bacardi rum geht alles. Hey Stefan, was machst du denn für ein Gesicht? Ach Opa, ich hab Mamis guten Teller runtergeschmissen. Und jetzt ist sie sauer auf mich. Komm, nimm eins von meinen Wert, das echten. Und bring deiner Mami auch eins. Und sag ihr, dass es dir leid tut. Na, geh schon. Na, wie war's? Mami hat gesagt, sie hat uns alle beide lieb. Sie können fast alles absetzen. Haben Sie eine Sekretärin? Nein. Nehmen Sie sich eine. Eine Putzfrau? Nein. Nehmen Sie sich eine. Eine Ehefrau? Nein. Aber ich habe eine Freundin. Die können Sie nicht absetzen. Ist doch vollkommen klar. Du brauchst eine, die weder ein Blaustrumpf noch ein Flittchen ist. Du bemühst dich nur nicht, das ist es. Der Sohn von Julia Yelverton war bereits dreimal verheiratet und ist doch keine 30. Bitte seien Sie vorsichtig. Fassen Sie nicht den Teller an, er ist sehr heiß. Oh, eine Ehe ist etwas ganz anderes als ein Verhältnis. Sie ist an sich ein Vertrag zwischen zwei Menschen mit beiderseitigen Verpflichtungen. Ich habe dir gegenüber welche und du mir gegenüber. Muss man das Pulver neu erfinden? Na und ob? Es wird höchste Zeit für ein neues. Tja, eins, was kleiner und handlicher ist. Ja, aber eins, das so schmutzige Wäsche mit weniger Pulver sauber kriegt. Ja, eins, mit dem man endlich sauber und genau dosieren kann. Energiesparend. Ohne Vorwäsche, ohne Pipapo. Einfach rein in die Maschine. Ja, aber eins, das keine Kompromisse macht bei der Sauberkeit. Ja, eins, mit dem ich endlich umweltbewusster waschen könnte. Aber das muss wohl erst erfunden werden. Das neue Ariel Ultra. Erstaunlich klein, erstaunlich rein. Die haben das Pulver neu erfunden. Ariel Ultra. Chibo. Frischer Kaffee und... Wie gut, dass es hier eine Chibo-Filiale gibt. Wissen Sie, ich bin nämlich zur Kur hier. Aber kennen wir uns nicht? Stellen Sie sich mal vor, bei dieser Kur gibt's keinen Schluck Kaffee, geschweige denn ein Stückchen Kuchen. Na, wie soll ich mich denn ohne meinen Chibo-Kaffee erholen? Das ist der übrigens. Sana-Schon-Kaffee. Den trinke ich immer heimlich auf dem Zimmer. Aber sagen Sie mal, woher kennen wir uns? Dr. Hartmann, Ihr Kurarzt. Oh. Sana Columbia, bester Hochlandkaffee. Der kleine Rehpinscher geht auf seinen Wagen zu. Er hat wirklich die Hosen voll, er ist ein Wattezwerg. Komm, schnell, Sally, Chuck ist da draußen. Willst du irgendwo hin, Rehpinscher? Naja, ich wollte gerade ausgehen und... Mit ihr? Du findest mich doch unheimlich stark, oder? Nicht direkt. Ich finde nur, du stehst ziemlich bescheuert vor meiner Einfahrt rum. Ja. Du warst so wunderbar. Guten Abend, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spätausgabe von RTL Aktuell. Vor der Nordseeküste von Dänemark ist heute am frühen Abend eine norwegische Passagiermaschine ins Meer gestürzt. An Bord des Charterflugzeugs vom Typ Metropolitan Conveyor 580 auf dem Flug von Oslo nach Hamburg waren 55 Menschen. Das Schulschiff Deutschland der Bundesmarine und ein Begleitschiff erreichten als erste die Absturzstelle nördlich von Hirtshals. Bis zum Abend konnten die Rettungstruppen nur die Leichen von 22 Männern und 10 Frauen bergen. Ob es Überlebende gibt, ist noch unklar. Zur Zeit des Absturzes war gutes Wetter über der Nordsee. Augenzeugen berichten, die Maschine sei gegen 18.30 Uhr wie ein Stein aus ca. 7 Kilometern Höhe ins Meer gestürzt. Die Passagiere sind nach ersten Angaben ausschließlich Norweger, die zu einer Schiffstaufe nach Hamburg wollten. Die Unglücksmaschine der Chartergesellschaft Partner soll 36 Jahre alt gewesen sein. Vor zwei Wochen hatte man sie bei einer Generalüberholung aber für einwandfrei befunden. Kurz nach drei heute Nachmittag hat der letzte der 116 DDR-Bürger die ständige Vertretung der Bundesrepublik in Ost-Berlin verlassen. Seit Anfang August hatten die Ausreisewilligen dort auf grünes Licht zur Ausreise gewartet. DDR-Rechtsanwalt Wolfgang Vogel als Vermittler sicherte ihnen Straffreiheit und eine umfassende anwaltliche Betreuung zu. Wie es heißt, soll Vogel am Montag nach Prag fahren, um dort mit den DDR-Flüchtlingen zu verhandeln, die in der bundesdeutschen Botschaft ebenfalls Zuflucht gesucht haben. Die größte Firmenfusion in der deutschen Nachkriegsgeschichte ist perfekt. Bundeswirtschaftsminister Hausmann gab heute in Bonn grünes Licht für die umstrittene Hochzeit von Daimler-Benz und MBB. Allerdings mit Auflagen. MBB muss schon Ende 1996 das Kapitalrisiko
in Form eines 20-prozentigen Anteils an der deutschen Airbus GmbH übernehmen. Von den Geschäftsbereichen Marinetechnik und unbemannte Militärflugzeuge sowie der Beteiligung an der Panzerfirma Krauss-Maffei muss sich das neue Riesenunternehmen trennen. Daimler-Benz-Chef Reuter will am Montag erklären, was er von diesen Auflagen hält. Nordirische Terroristen haben gestern am späten Abend in Unna die deutsche Ehefrau eines britischen Soldaten in ihrem Wagen erschossen. Die Attentäter feuerten 14 Schüsse aus einer Kalaschnikow auf die 26-Jährige ab. Die nordirische Terrororganisation IRA hat sich in Dublin zu dem Anschlag bekannt und gleichzeitig erklärt, das Opfer sei für einen britischen Soldaten gehalten worden. Es ist dies der 8. Anschlag der IRA auf deutschem Boden in diesem Jahr. Zum ersten Mal wurde dabei ein Angehöriger eines britischen Soldaten getötet. Dem Einzelhandelsriesen Coop steht das Wasser schon wieder bis zum Hals. Das wurde heute nach einer Sitzung des Aufsichtsrates bekannt, der sich mit dem Jahresabschluss von 1988 beschäftigt hatte. Coop verlangt jetzt von seinen 140 Gläubigerbanken einen Verzicht auf 80% ihrer Forderungen. Sollten sich die Banken nicht dazu bereit erklären, muss der Handelsriese Konkurs anmelden. Schon im Frühjahr sollen die Bankforderungen rund 2,5 Milliarden Mark betragen haben. RTL Plus bekommt Nachwuchs. Ab September 1990 wird Thomas Gottschalk in diesem Sender seine eigene 45-Minuten-Show erhalten.